Hallihallo, ich bin's, euer Stefan. Ja, mich gibt's auch noch. Jetzt gibt's auch endlich mal ein Video und ich hoffe, ich schaff's auch bald, ein Video online zu bringen über Free the Body M, welche Fehler das es gibt, beziehungsweise welche Fehler mir bekannt sind und was die Ursache ist, beziehungsweise wie ihr die Fehler behebt. Das werde ich jetzt versuchen, dass es auch die nächsten paar Tage online kommt. Aber dieses Video hier wollte ich jetzt mal schnell zwischendurch machen, weil es geht auch schnell, denn mir ist zu Ohren gekommen, dass wieder das Body Media total schlecht gemacht wird, weil es ja zu ungenau sei, bla bla bla. Ein Grund war ja mit Free the Body M, ist ja, heißt es ja, ich habe den Algorithmus ja nicht von Senseware, von Body Media, deswegen sei die Software sowieso zu vergessen, weil der Algorithmus halt eben die Genauigkeit ausmacht, beziehungsweise die Kalorien ausrechnet. Den habe ich ja nicht. Das habe ich ja schon mal in einem anderen Video aufgeklärt. Das seht ihr da rechts oben. Verlinke ich euch das Video mal, dann könnt ihr euch das angucken. Das halt eben eigentlich, nee, es ist nur so. Free the Body M liest aus, die Senseware-Software wertet aus. Es kommt zwar zu Ungenauigkeiten, aber ich habe das mal ausgetestet, es sind maximal 20, wenn es hochkommt, 50 Kilokalorien am ganzen Tag. Das ist eigentlich gar nichts, weil selbst Lebensmittel unterliegen Schwankungen. Diese Fehler kommen aufgrund von Rundungsfehlern. Das hat halt mein Programmierer. Hat das weiß halt auch nicht genau, wie die runden, auf welche Kommastelle die genau runden oder so. Dann kommt es halt zu Rundungsfehler. Und deswegen weicht das ein bisschen ab. Aber so genau, also ihr könnt sowieso maximal 200-300 Kilokalorien auf den Tag genau tracken, euer Essen. Genauer geht's nicht, weil selbst Lebensmittel Schwankungen unterliegen. So, jetzt kommen wir aber zu dem anderen Problem. Und zwar, jetzt haben sich meine Hater wieder irgendwas Neues ausgedacht. Und zwar wird gesagt, seit Body Media von Jawbone aufgekauft wurde, wurde der Algorithmus ein paar Mal geändert. Ja, das stimmt. Und das heißt dann auch die Senseware-Software und deswegen sei die Senseware-Software auch sehr ungenau. Muss ich zugeben, der Algorithmus vom Activity Manager wurde damals wirklich geändert. Das war im April 2015, habe ich das festgestellt. Davor, im Jahr 2014, anfangs 2015, haben sehr viele Senseware und Body Media getestet und es war sehr, sehr, sehr genau. Kein anderer Fitness-Tracker konnte überhaupt mithalten mit dieser Genauigkeit und alle waren begeistert davon. Jetzt habe ich natürlich mitgedacht und habe mir die Senseware-Software, die ja für Free the Body M zum Auswerten benötigt wird, geholt. Aber eine. Klar, hier steht jetzt was von 6.2.2016, das ist Erstelldatum, das ist, weil ich bei mir am Rechner rumgekopiert habe. Aber eine Datei hat eine Signatur. Erstmal ist die Senseware-Software, das ist die 8.1.0.22. Die ist vom 15.09.2014. Vom Jahr 2014. 2014, 2015, in dieser Zeitspanne, also anfangs 2014, Ende 2014, Anfangs 2015 war die Software definitiv sehr genau. Diese Software habe ich mir hier auch geschnappt. Man könnte jetzt natürlich die Software einfach irgendwie benennen. Das kann ja jeder machen. Wenn man hier halt eben kann man das gleich verändern. Dass ihr seht, dass ich das nicht gemacht habe, sieht man hier. Hier ist die Signatur. Wie ich da reingekommen bin, um das jetzt euch zu zeigen. Ja, muss ich ein bisschen höher schieben. Eigenschaften, dann bin ich hier in der Datei drin, dann gehe ich auf digitale Signaturen. Die Signatur, ich glaube, da muss schon ein bisschen mehr dahinter stecken. Ich kenne mich das selber nicht aus. Ich kann es auf jeden Fall nicht. Wenn einer der Meinung ist, man kann diese digitale Signatur fälschen, schreibt es mal unten in die Kommentare, wie das funktioniert und wie einfach das ist. Ich verlasse mich jetzt einfach mal darauf, dass es nicht so einfach ist. Name des Signaturgebers Body Media Inc. Dickest Algorithmus SHA1, kann ich nichts damit anfangen, wahrscheinlich die Computerprofis, vielleicht wissen die, was das ist. Aber mir geht es hier rum, und zwar da, der Zeitstempel. Das ist der Montag, 15.09.2014. Hier steht 15.09.2014 ist die Version her. Ihr könnt euch ja selbst auch im Internet erkundigen, von wann welche Version ist. Ich denke mal, irgendwo soll das zu finden sein. Ich werde es euch nicht verlinken, weil sonst heißt es wieder, die Quellen habe ich mir ausgesucht. Sucht euch selber raus, welche Version von wann ist. Auf jeden Fall ist diese Version definitiv von diesem Zeitraum, außer es hat sich wirklich einer die Mühe gemacht oder ich mir die Mühe gemacht, das zu verfälschen. Das war es dann auch mit dem Video. Ich wollte euch einfach nur nochmal zeigen, dass ihr euch wirklich auf das, was ihr hier bekommt, von mir bekommt, auch wirklich definitiv vertraulich ist.
gut ist, genau ist, weil es eben älter ist und nicht die letzte Version. Deswegen rate ich euch auch ab, es gibt glaube ich noch eine Sensware 9, das kann natürlich sein, dass da Chopon auf die Idee gekommen ist, die Werte zu verfälschen. So, jetzt habe ich genug gelabert und dann bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Stefan.